Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass ihr euch das kleine Video anschaut über Minecraft Education Edition und wie weit wir jetzt gerade so im Kurs sind. Das ist eine Karte, die ein Schüler von mir erstellt hat im Workshop. Und ich wollte euch dann einfach mal zeigen, was man denn jetzt hier alles so machen kann bisher, wie die Welt derzeit aussieht. Kurz zur Erinnerung, Thema ist Ägypten, im Workshop der 7. Jahrgangsstufe. Und wir hatten uns überlegt, dass wir das Grabmal von Tutanchamun nachbauen mit Fallen und kleinen Aufgaben. Und dafür brauchten wir natürlich erstmal eine Wüstenkarte, die standardmäßig nicht vorinstalliert ist, sodass die Schülerinnen und Schüler auch erstmal selbst das Terrain so ein bisschen gestalten mussten. Und das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen. Hier sieht man meinen kleinen Avatar, der freudig entzückt meiner Maus folgt. Und ich habe die Karte jetzt hier schon hochgeladen. Man sieht auch tatsächlich 19,8 MB. Ist tatsächlich gar nicht so groß. Ich kann dann hier noch Einstellungen übernehmen oder ändern. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, im Creative-Modus zu spielen, dass alle Personen auch friedlich sind, auf die wir treffen, alle NPCs, also alle computergenerierten Personen dort drin. Und dass es tatsächlich auch immer Tag ist, was ganz sinnvoll ist natürlich zum Bauen. Wenn ihr das auch später irgendwann mal nutzen möchtet und die Schüler sollen etwas coden, also selbstständig programmieren, ist es sicherlich auch sinnvoll, Koordinaten anzeigen zu lassen, sodass die Schülerinnen und Schüler direkt mit der X, Y und Z-Achse arbeiten können in den Codes oder sich direkt zu einzelnen Mitschülerinnen und Mitschülern hin teleportieren können. Aber das geht jetzt erstmal zu weit. Erstmal ein Blick in die Wüstenmap, die generiert wurde. Hier sieht man schon ein kleines Häschen. Wir bekommen schon erste Informationen eingeblendet, drücke T oder Eingabe, um den Chat zu öffnen. Ich brauche jetzt erstmal kein neues Bett. Diese Bretter hier sind nicht dafür da, um zu schlafen, sondern das sind sogenannte Spawnpunkte. Das heißt, immer wenn ich dieses Spiel öffne, starte ich hier am Bett. Und man sieht schon, natürlich hier recht sandige Landschaft mit ein paar Kakteen. Wir haben hier ein paar Berge im Hintergrund, die man sich anschauen kann. Und wir haben hier jetzt so ein kleines Grabmal, so eine kleine Pyramide in primitiver Form mit vielleicht einem Schatz drin, wir wissen es nicht. Gehen wir gleich mal rein, aber bevor wir das tun, möchte ich erst einmal kurz zeigen, wie die Karte aussieht. Und man kann sich hier mit der Taste H auf der Tastatur die grundlegende Steuerung anzeigen lassen im Creative-Modus. Und ich würde sagen, dadurch, dass uns nichts passieren kann, starten wir einfach mal unseren kleinen Rundflug über diese Karte und man sieht schon, wie groß die tatsächlich ist. Das haben natürlich nicht die Schülerinnen und Schüler alles selber gestaltet hier. Wir sprechen hier von einem Bereich, der ungefähr von hier drüben geht bis hier. Teilweise die Hügel hier wurden gestaltet, also alles, was hier an Sandflächen zu erkennen ist, wurde über Scratch programmiert, dass es recht fix geht. Die Pyramide wurde tatsächlich teils programmiert, teils so gebaut. Und wir sehen hier den Deal, der natürlich nicht maßstabsgetreu ist, aber darum geht es auch gar nicht in dieser Rekonstruktion von Ägypten. Ich fliege mal ein bisschen schneller, dass ihr das hier ein bisschen eher von dieser Karte seht und einfach mal die Aussicht auf diese pixelige Rekonstruktion von Ägypten werfen könnt. Ab da hinten ist das Ganze, hat das nichts mehr mit unserer Spielwelt zu tun. In Minecraft ist so programmiert, dass sich die KI, die hier dahinter steckt, selbst die Welt ab einem gewissen Level generiert. Wir haben hier natürlich keine Eiswelt in Ägypten. Hier ist zum Beispiel ein kleines Dorf, hat den Vorteil, dass man
das hier natürlich so als Treffpunkt nutzen kann. Fliegen Bienen rum, hier sind kleine Schafe und wenn wir Glück haben, genau dort hinten, sehen wir auch die NPCs, also unsere computergenerierten Mitspieler. Dem scheint es gerade relativ egal zu sein, dass ich hier in sein Haus gehe und hier seine Kiste mir angucke. Oh, er hat einen goldenen Apfel. Mit Steinchen und hier ein Namensschild. Dann wird irgendwas. Interessiert ihn, dass wir ihm Sachen geklaut haben? Ich glaube nicht. Ja, mit denen könnte man grundsätzlich auch so programmieren, relativ leicht, dass sie Handel betreiben, dass sie Aufgaben erfüllen, quasi Quests für die Spielerinnen und Spieler haben, genutzt werden können. Und das könnte sozusagen ein kleiner Treffpunkt sein, um auch Austausch zu betreiben. Fliegen wir mal wieder zurück zu unserer kleinen Pyramide, ein bisschen fixer, vielleicht hier mal am Nil entlang. Dass man das hier einfach mal ein bisschen sieht. Hier wäre natürlich auch ganz interessant, das Bewässerungssystem der Ägypter einzuführen, wo all die Schüler dann auch tatsächlich die Problematik hier erkennen. Wie kriege ich das Wasser vom tiefer gelegenen Fluss hier auf meine Felder beispielsweise, dass sie genutzt werden können. Wir können hier natürlich auch Getreide anbauen in diesem Spiel, alles kein Problem. Dass die Schülerinnen und Schüler dann auch hier wieder das Bewässerungssystem der Ägypter rekonstruieren können anhand von Skizzen aus den Geschichtsbüchern beispielsweise oder anderen Quellen, anderen Darstellungstexten etc. Und dann einfach Sachen direkt ausprobieren können, weil dieses Spiel, wenn wir nicht in diesem God-Mode sind, dass wir fliegen können und unsterblich sind, ist tatsächlich an der klassischen Naturgesetz gebunden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier in die Pyramide rein. Aber bevor wir das machen, würde ich vorschlagen, schauen wir uns einmal kurz das Inventar an, was natürlich, wenn wir nicht in diesem Creative-Modus sind, wo wir frei bauen können, hier sind alle Sachen, die man standardmäßig machen kann. Die Chemiekollegen und Kolleginnen von mir sind hier sicherlich auch interessiert, hier sind alle Elemente, die auch frei miteinander reagieren können. Tatsächlich auch sehr interessant. Wir haben Feuerwerksraketen und alles das kann auch gecraftet werden. Was ist craften? Craften ist einfach können sich das vorstellen, wie Zusammenschmeißen von Materialien, beispielsweise zwei Stöcke und ein Silberbarren ergibt eine Silberaxt oder so etwas. Ganz primitiv gesprochen und primitiv tatsächlich auch hergestellt im Crafting-Menü, dass ich auch gegebenen Anlass mal ein Video machen kann, beziehungsweise vielleicht sogar die Schülerinnen und Schüler, wenn wir das auf unsere Laptops installiert haben. Jetzt kann man sich hier natürlich durchsuchen, aber viel sinnvoller ist es, was brauchen wir als guter Archäologe natürlich. Den goldenen Apfel, das Namensschild man nicht, das Bett schmeiße ich auch mal weg. Wir brauchen natürlich eine Fackel. Hier eine Redstone-Fackel oder eine normale Fackel. Wir nehmen jetzt mal die normale Fackel mit 64. Okay, das ist natürlich schon viel. Was brauchen wir noch? Schaufeln wäre nicht schlecht. Ne? Jetzt haben wir dann hier Schaufeln unterschiedlichster Güte. Diamantschaufeln, können Sie sich schon mal merken, ist die am strapazierfähigsten, mit der man am längsten buddeln kann. Wir nehmen aber einfach mal die klassische Gartenschaufel aus Eisen. Und jetzt nehme ich das Ganze natürlich wieder auf, wenn ich da durchgehe. Und ich würde nur sagen, wir gehen einfach mal hier rein und gucken uns das hier erstmal an. Und da ist ja schon was ganz Interessantes zu sehen. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte Ihnen euch einmal zeigen, wenn wir eben nicht in diesem God-Modus sind, hätte mich das jetzt Lebenspunkte gekostet. Mir kann hier im Prinzip nichts passieren.
Wir haben jetzt den Gang hier schon mal freigeschaufelt und gesehen, okay, da unten ist etwas Interessantes. Versuchen wir da mal hinzukommen. Und haben jetzt hier einfach mal gebuddelt, so eine kleine provisorische Treppe aus Sand gemacht. Können jetzt dann eben für die Dunkelheit hier mal so eine Fackel hinsetzen. Alle paar Meter eine, was Interessantes rein. Hier scheint irgendwas zu sein. Irgendwas Wichtiges mit Sicherheit mit dem lila Block hier. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das so sicher ist. Alle kennen ja wahrscheinlich Indiana Jones. Sollten wir hier drauf treten? Ich weiß nicht, was meine Schüler überlegt haben. Das, was ich weiß, ist auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Licht hier machen, damit das Ganze eine romantische Stimmung bekommt. So, ach, die Zelt ist natürlich ein bisschen blöd, macht nichts. Mit Rechtsklick kann ich die platzieren, mit Linksklick einfach wieder abbauen. Und ich würde sagen, das Ganze ist doch jetzt mal gut ausgeleuchtet und wir machen uns als Archäologe auf die Arbeit und untersuchen das hier einfach mal und fühlen einfach mal vorsichtig hier rum. Gucken, ob irgendwas passiert. Vielleicht nehme ich mir auch Sand direkt mit. Was haben wir hier? Glatter roter Sandstein, roter Sand. Nehmen wir ein paar Klötze Sandstein. Mit. Das liegt jetzt auf der 2, 4, 6, 8, 9. Nicht, dass ich jetzt eine Falle auslöse. Dann kann ich die vielleicht noch schnell entschärfen, wenn ich da wieder einen Stein auflege. Aber hier scheint erstmal nichts Großartiges zu sein. Wie Sie, wie ihr sehen könnt, ist es auch nicht notwendig, direkt hier vor dem Klotz zu stehen. Da abzubauen. Aha, okay, da unten scheinen so eine Art Schatztruhen zu sein. Ja, blöd nur, wie komme ich da jetzt runter? Natürlich könnte ich da jetzt einfach runterfliegen oder runterspringen, mir wird nichts passieren. Aber, ja, Problem. Also entweder kann ich jetzt hier natürlich jetzt zum Beispiel so eine Art Treppe vielleicht runterbauen. Ich denke, das wird deutlich sichtbar, was ich hier meine. Und hier hört es dann nämlich schon auf. Dann müsste ich hier vielleicht runter. Das war vielleicht nicht gerade die beste Idee. Nicht, dass das Ganze hier, gleich einstürzt. Was ich allerdings auch machen kann, ist, ich mache einfach mal den Inventar. Selbst wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wie ich die craften kann, eine Leiter. Ja, hier habe ich ja eine Leiter. Ziehe ich die doch mal drauf, habe die jetzt hier auf der 7 und würde die einfach. Setze mir die mal. Nein, mich nicht. Hier mit einem eleganten Sprung rüber. Wunderbar. Sieht doch mal hier runter irgendwie. Kriege ich das einigermaßen gut hin, ohne jetzt runter zu fallen? Zack. Na komm. Okay. Das hat so semi-gut funktioniert. Ja. Wie ihr gerade gesehen habt, haben meine Schülerinnen und Schüler hier eine Falle reingesetzt. Das war anscheinend ein Stein, der unter einer Druckplatte oder über einer Druckplatte platziert war. Ich fliege jetzt einfach mal raus. Ja, das war es jetzt natürlich mit dem Schatz. Aber ein ganz interessantes Konzept tatsächlich, denn diese Fallen könnten natürlich auch ausgelöst werden, wenn Fragen falsch beantwortet werden. Das heißt, wir könnten hier einzelne Tafeln mit Fragen einstellen, ob
Quests erfüllt werden müssen, kleine Aufgaben, wenn diese falsch erfüllt werden, werden Fallen ausgelöst, die uns dann als Spieler, als Spielerin zu Bullen bringen und uns eventuell dann halt auch töten. Aber wir können ja die Welt neu starten und neu spielen. Jetzt beim Bauen kann natürlich ein Problem, man kann sich jetzt hier wieder zurückbauen. Ja, finde man bestimmt schön. Ich wahrscheinlich nicht so toll, dass ich hier das gemacht habe. Aber ich glaube, so kommt jetzt. Ich würde mich einfach mal raus. Ja, ich denke, dass Sie das hier so einen kleinen Einblick bekommen. Ich finde es auch wahrscheinlich, was hier jetzt schon alles gemacht wurde. Und ja, würde mich natürlich gerne über Feedback freuen. Wie weit ihr bereit seid. Das jetzt gut fanden, was hier sehr geschaffen wurde. Vielleicht könnt ihr euch einzelne Aufgaben schon vorstellen, die man dann ganz hier noch weiter in den Unterricht einbinden könnte. Vielleicht nicht nur im Geschichtsunterricht, Thema Ägypten, sondern auch andere Sachen. Wir werden auf jeden Fall weiter im Workshop jetzt bald hoffentlich damit arbeiten, auch mit einzelnen Schullaptops. Und im nächsten Workshop dann auch tatsächlich die Grabkammer mit Aufgaben machen. Und ja, ich hoffe, dass ich dann hier schon einzelne Sachen in meiner 6 tatsächlich testen kann. Mal schauen, wie die das Ganze so finden. Und ja, ich würde sagen, ich mache mir jetzt hier noch so einen schönen Abend. Ägypten in der Wüste, fliege noch ein bisschen rum. Schau mir noch die Welt an. Danke nicht, dass ihr das hier jetzt mittlerweile 17 Minuten Video angeschaut habt. Und wünsche euch einen schönen Restabend, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns mit Sicherheit nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.